Guten Abend. Kein schwarzer Tag, kein blauer Tag, auch nicht dieser blaue Tag, sondern ein blau-roter, grüner und ich befürchte eher ein ganz grüner Tag heute. Ich war bei der Wahlauszählung mit dabei, bin wieder da und habe mir jetzt das Video vorbereitet. Da geht's wirklich so zu. Okay, in unserem kleinen Wahlkreis hier waren nicht ganz so viele Zettel da und das waren ja diesmal auch in der Landtagswahl nicht ganz so viele Dinge zu wählen. So, jetzt ist mir was eingefallen. Als die Welt noch einigermaßen in Rot und Schwarz geteilt war, 1990 zum Beispiel, da konnte man ungefähr sagen, so war die Welt aufgeteilt in Rot und Schwarz, das bisschen Gelb lassen wir mal weg. Das hat sich nach 8 Jahren schon geändert. Da blieben die Teile schwarz. Und hier ein bisschen und der Rest hat sich in Rot geändert. Hier ganz schlimm und so weiter. Worauf ich hinaus will, ich komme gleich drauf. Das ist die PISA-Karte. Jetzt gucken wir uns mal die PISA-Karte an, kurz diese. Und hier Sachsen, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg. Die haben die klügsten Schüler. Guckt mal hier hin. Als die Verblödung noch nicht ganz so schlimm fortgeschritten war. Guckt euch mal das an. Hier, okay, die Thüringer sind schon umgekippt. Das zählt hier eigentlich nicht. Das war kurz nach der sogenannten Wiedervereinigung, aber das kann man jetzt nicht zählen. Eins fiel aber auf, Umland von Berlin und Berlin selber. Hier Berlin, Ostberlin damals schon rot. Und hier Bremen schon immer rot. Hamburg schon immer rot. Klar, logisch. Jetzt gucken wir uns nochmal die PISA-Karte an. Hamburg hat 2016 hier wohl ein bisschen aufgeholt, aber ansonsten, das ist nicht toll. Und jetzt gucken wir uns mal die Impfquote in Deutschland an. Fällt euch was auf an Sachsen? Fällt euch was? Das ist doch lustig, ne? Das ist von irgendwie 2021 oder sowas. Ist vollkommen egal. Aber dann habe ich durch Zufall noch ein schönes Bild gefunden. Die böse AfD versus Impfen. Und hier wieder. Sehr AfD-lastig gewählt. Und gar nicht gut geimpft. Ach Mensch. Ich sag's immer wieder, es hängt von der Bildung ab. Wenn ich jetzt PISA-Karte und Wahlkarte und Impfkarte übereinander lege, finde ich immer wieder Gemeinsamkeiten. Ja, über diese Verblödung hat sich natürlich diese Partei sehr besonders gefreut. Ich meine, klar. Ich habe mich gewundert, das Wahlergebnis hier von der Verteilung ungefähr als Streifendiagramm, das habe ich hier auch wieder gesehen bei unserer Auszählung. Das waren zwar bloß 300 Zettel, die ausgezählt wurden, aber immerhin. Ne? Die Stapel von der Größe her fielen auf, die Zahlen deckten sich und. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Wir haben doch hier im Allgemeinen arbeitende Leute. Nee, wir haben hier in Niedersachsen sehr viele, die solche Luftjobs bekleiden. Ne? Luftjobs wie Beamte oder öffentlicher Dienst oder wie man das alles nennen mag. Alles solche Jobs, die letzten Endes nur die Arbeitenden hindern. Ja, na dann, wie gewählt, so wird geliefert. Schade, ich habe mir ein kleines bisschen mehr Verstand erhofft. Aber wo soll es denn herkommen? Gucken wir es uns doch an, hier. Wo soll es denn herkommen hier? Wobei das auch schon ins Positive gefälscht wurde. Es sah noch schlimmer aus. Da konntest du hier oben alles in Dunkelrot sehen. Schön dumm. Und hier ging's einigermaßen. Aber egal. Okay, also, liebe Leute, nett bleiben bei der ganzen Geschichte, wenn ihr kommentiert und hört es euch lieber bis zum Ende an. Irgendwelche Sofa-Revoluzer, die schmeiße ich raus. Also von wegen, jawohl, alles scheiße, alles doof. Und guckst du dir doch an, die gehört an den Baum gehängt und alle solche Sprüche. Das lasse ich hier nicht zu. Wir wissen selber, dass diese Grünen uns in den Abgrund reiten, dass sie nichts taugen, dass sie keine Bildungsabschlüsse haben. Wissen wir. Müssen wir hier nicht nochmal wiederholen. Das ist kein Luftablass und Dampfkanal oder sonst was für Dampfplauderer. Und auch hört auf mit BRD GmbH und so einem Scheiß. Das können wir alles später mal machen. Vielleicht. Obwohl ich nicht mehr unbedingt dran glaube. Trotzdem, wenn wir bei dem Thema Bildung dranbleiben, vielleicht kriegen wir es dann in ungefähr 20 Jahren wieder einigermaßen hin. Naja,
Bleiben wir am Ball. Macht was, aber macht's gut. Das zu diesem Nachtrag, was Unbildung alles bewirken kann. Kopf nicht hängen lassen, sondern Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Also, macht was, macht's gut. Tschüss.